Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Auf das heutige Video haben sehr, sehr viele von euch gewartet, denn heute ist es endlich soweit. Ich habe Toffifee selber gemacht. Und zwar seht ihr die hier. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, wo sind denn deine Toffifee? Hier sind meine und hier die Originalen. Und ich finde, optisch ist es nicht mal ein ganz großer Unterschied. Bei mir ist einfach die Karamellschicht ein bisschen dunkler, auch ein bisschen dicker. Und geschmacklich sind sie wirklich sehr, sehr lecker. Ich zeige euch heute, wie man Karamell selbst herstellt, wie man daraus auch leckere, weiche Karamellbonbons machen kann, wie ich sie dann befülle und am Ende fertigstelle. Und natürlich gibt es am Ende die große Geschmacksprobe. Also starten wir jetzt direkt mit dem Karamell und ich zeige euch hier vorne mal die Zutaten. Für das Karamell brauche ich 200 Gramm Sahne, 400 Gramm Zucker, 200 Gramm hellen Sirup, eine Prise Salz und 50 Gramm kalte Butter. Zuerst nehme ich jetzt die Sahne, die kommt jetzt hier in einen kleinen Topf und die lasse ich jetzt einmal kurz aufkochen und stelle dann den Herd wieder aus. Und in einem anderen Topf kann ich jetzt das Karamell herstellen, dafür nehme ich jetzt den hellen Sirup und den habe ich jetzt einfach im Supermarkt gefunden, der steht neben Honig, Marmelade und Nuss-Nougat aufstrichen und da findet ihr einfach den hellen Sirup. Manchmal gibt es auch Karamellsirup, den könnt ihr auch nehmen, dann hat der nämlich schon mal den Karamellgeschmack. Und den braucht ihr auf jeden Fall. Es ist einfacher mit Sirup zu arbeiten und mit Zucker, damit später das Karamell einfach nicht so kristallisiert. Jetzt kommt hier der Zucker noch mit rein. Und jetzt so ein bisschen verbinden. Hier gebe ich jetzt noch das Salz mit dazu. Das Salz hilft dabei, später den Karamellgeschmack ein bisschen hervorzuheben. Und jetzt schalte ich hier den Herd an auf mittelhohe Hitze. Und werde das Ganze jetzt erstmal aufkochen lassen und dann benutze ich gleich ein Zuckerthermometer, aber ich sage euch auch gleich, wie ihr das Ganze ohne Zuckerthermometer herstellen könnt. Das Karamell kocht jetzt gerade auf und ab und zu kann es passieren, dass die Zuckerkristalle am Topfrand kleben bleiben. Dann nehmt ihr einfach einen Pinsel und etwas Wasser und könnt dann mit Hilfe des Pinsels die Zuckerkristalle so ein bisschen runterschrubben. Das Karamell muss jetzt auch gar nicht durchgerührt werden und ich nehme jetzt das Zuckerthermometer und kontrolliere einfach ab und zu die Temperatur. Es soll auf etwa 120 Grad kommen. Das Karamell hat jetzt die perfektere Temperatur und ohne Thermometer seht ihr dann, dass es einfach eine schöne Karamellfarbe bekommt und dass diese Bläschen einfach immer kleiner werden. Das heißt, da müsst ihr einfach drauf achten. Und jetzt nehme ich das Thermometer kurz raus und kann jetzt die Sahne zufügen. Und daher ist es auch wichtig, dass wir die Sahne vorher kurz aufkochen lassen, damit sie einfach nicht zu kalt ist. Ansonsten entsteht nämlich ein dicker, fetter Zuckerklumpen. Ich habe das Karamell jetzt einkochen lassen, jetzt hat es 140 Grad Celsius, das heißt hier steht jetzt auf dem Thermometer Soft Crack. Und jetzt ist es perfekt, ich habe gerade eben eine Probe gemacht und zwar habe ich wieder ein Stückchen auf einen Teller gegeben, das Ganze auf etwas Gefrorenes gestellt, so wird es einfach schneller fest und ihr seht, es ist auch richtig schön fest jetzt, obwohl es noch warm ist. Kann ich vorsichtig das Thermometer wegnehmen und alles, was jetzt übrigens mit Karamell in Verbindung kam, bekommt ihr ganz leicht mit Wasser sauber. Zucker ist ja wasserlöslich, das heißt, gebt es einfach in den Topf zurück, lasst da Wasser drin aufkochen und später wird einfach alles ganz schnell sauber. So, jetzt kommt hier die kalte Butter mit rein, die hatte ich gerade auch bis eben im Kühlschrank und die wird jetzt eingerührt. Und jetzt habe ich hier zwei Eiswürfelformen und zwar sind die aus Silikon. Vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, ob man die leeren Toffifee-Verpackungen nehmen kann. Die kann man auf keinen Fall nehmen, denn das Karamell ist einfach viel zu heiß und die Form wird einfach schmelzen. Deswegen auf jeden Fall Eiswürfelbehälter. Die werde ich jetzt noch ein bisschen fetten. So bekomme ich die Bonbons später ein bisschen einfacher raus. Und jetzt arbeitet wirklich ganz, ganz vorsichtig. Das sieht zwar nicht heiß aus, aber Karamell ist ganz, ganz furchtbar heiß. Ich habe mich heute schon zweimal verbrannt. Tut auch ziemlich weh. Und jetzt fülle ich die Formen jeweils bis zur Hälfte.
3 Förmchen habe ich jetzt gefüllt. Die werde ich jetzt ganz kurz ruhen lassen, damit sie etwas abkühlen und ich dann eine Mulde reinformen kann. Jetzt habe ich noch ein bisschen was übrig. Daraus werde ich weiche Karamellbonbons machen. Dafür nehme ich jetzt eine Kastenform und lege die mit Alufolie aus. Und zwar mit der matten Seite nach oben, also die glänzende Seite nach unten. Die Alufolie fette ich jetzt mit etwas Backtrennspray und fülle dann die Masse ein und kann sie so abkühlen lassen. Jetzt ist das Ganze etwas abgekühlt. Ich habe einfach mal mit dem Finger geschaut, aber ihr müsst wirklich ein paar Minuten warten und dürft euch nicht verbrennen. Jetzt könnt ihr entweder ein Werkzeug nehmen, einen Balltool zum Beispiel, und drückt dann so ein bisschen rein und formt sozusagen eine Mulde hinein. Oder ihr nehmt einfach die Finger und streicht das Karamell, das abgekühlte Karamell, ein bisschen nach oben. Die Förmchen sind jetzt fertig. Da dürft ihr auch nicht zu lange warten, denn das Karamell wird ja auch fest. Und je fester es wird, umso schwieriger wird es auch, das Ganze zu formen. Die sind jetzt mittlerweile auch schon abgekühlt. Das heißt, bis das letzte fertig geformt war, waren die ersten schon hart. Jetzt kann ich euch noch zeigen, was ich zum Fertigstellen brauche. Zum Fertigstellen brauche ich jetzt ein paar ganze Haselnüsse. Hier habe ich Nougat, also Nuss-Nougat. Und hier habe ich noch 100 Gramm Zartbitter-Kuvertüre. Jetzt nehme ich den Nougat, und zwar nehme ich da am liebsten den Fieber-Nougat. Den habe ich mal auf einer Messe, auf der ISM, kennengelernt und der ist wirklich sehr lecker, schmeckt richtig nussig und auch sehr, sehr zart schmelzend. Der passt da jetzt perfekt rein. Jetzt öffne ich den und ich nehme jetzt erstmal nur eine Stange. Das sind 50 Gramm und ich schaue dann einfach, wie ich zurechtkomme. Und die Stange gebe ich jetzt in einen Gefrierbeutel. Tut mir jetzt eigentlich im Herzen weh, am liebsten würde ich die Stange jetzt essen. Und verschließe jetzt den Beutel und hänge das Ganze dann in heißes und nicht mehr kochendes Wasser. Und in der Zwischenzeit kann ich hier vorne die Förmchen befüllen und nehme jetzt einfach jeweils eine Haselnuss und gebe sie mit hier rein. Jetzt ist der Nougat weich und jetzt kann ich hier vorne eine kleine Spitze abschneiden und den Beutel sozusagen als Spritzbeutel benutzen. Und jetzt befülle ich die Förmchen und ein bisschen Nougat darf auch übers Karamell überstehen. Also ich brauche mindestens noch 2 Nougatstangen und zum Verteilen des Nougats einfach die Form ein bisschen klopfen und dann wird es schön glatt. Der Nougat ist jetzt abgekühlt und ich habe jetzt hier die Kuvertüre bereits klein gehackt und über einem warmen, aber nicht mehr kochenden Wasserbad erwärmt. Und das Ganze mit der Impfmethode, das heißt zuerst 2/3 Kuvertüre geschmolzen, dann vom Wasserbad heruntergenommen und das restliche Drittel eingerührt. So hat es die perfekte Temperatur und bekommt später keinen Grauschleier. Und jetzt fülle ich die Schokolade einfach wieder in den Gefrierbeutel. Ich arbeite normalerweise lieber mit Spritzbeuteln, aber Gefrierbeutel hat jeder zu Hause, daher zeige ich das einfach so. Jetzt wird eine Spitze wieder weggeschnitten und dann kommt jeweils ein Klecks direkt auf die Toffifees mittig drauf.
Jetzt ist alles abgekühlt. Ich zeige euch jetzt zuerst einmal die Karamellbonbons. Nein, Ella. Nein, Ella, nein. Nein, nicht mal, Mama. Nein, nein. Du musst noch warten. Du musst noch warten, ungefähr 9 Jahre noch. Ja. So, ja, ihr seht, nicht aufregen. Die Folie löst sich richtig einfach. Und ihr könnt die auch gerne 2-3 Mal verwenden. Müsst ihr nicht wegschmeißen. Jetzt werde ich mein Messer ein bisschen fetten und kann die Karamellbonbons durchschneiden. Und daran seht ihr jetzt auch, dass es richtig schön weich ist. Möchtest du mal probieren, Murat? Ja. Karamellbonbon? Ja. Die schneide ich später noch zu. Aber dadurch, dass sie kleben, sieht man, dass sie weich sind. Weißt du, was man machen könnte? Man könnte so eine aus Zeitungspapier, so eine Zuckertüte machen. Nicht aus Zeitungspapier, aber du kannst aus Pergamentpapier. Ah, aus Pergamentpapier. Kannst du kleine Papier. Stimmt eigentlich. Coole. Und dann, ja. Und dann so Karamellbonbons verschenken. Den meisten gelingt es einfach nicht, weiche Karamellbonbons zu machen. Und die sind nämlich richtig zeigen? Schön weich. Hier sind die Zahnabdruck. Plumpezieher. Der ist wirklich so schön weich. Weich, ja. Finde ich auch richtig gut. Aber die stelle ich jetzt zur Seite. Das ist nämlich nur ein tolles Nebenprodukt heute. Jetzt soll es um die Toffifee gehen. So. Diese Förmchen sind übrigens richtig gut, weil sie hier unten eine Silikonbeschichtung haben. Das heißt, hier unten sind sie weich und man kann das ganz einfach rausdrücken. So, lieber Murat, du darfst probieren. Oh, die standen gerade zu lange draußen. Moment. Jetzt bei uns ist es gerade sehr, sehr heiß. Deswegen hatte ich die auch im Kühlschrank alle. Und guck mal, fertiges Toffifee. Hier ist der Nougat auch schön fest. Die Schokolade ist fest. Ich kann nicht reden. Ich finde die richtig cool. Warte. Dann ist es. Mein Kiefer hängt zusammen. Plopp. Karamell hat immer nur einen Nachteil. Man kriegt den Mund nicht mehr auf. Mhm. Klebt an den Zähnen. Geschmacklich aber echt genial. Jetzt zeige ich euch einmal ein Original. Hier. Ich finde bei den Toffifee, bei den Originalen, da ist das hier einfach diese typische Musterung, gell? Hier das Original. Und hier. Moment. Das Getürkte. Das Nachgemachte von Sally. Und ich finde, optisch ist es gar nicht mal so ein großer Unterschied. Das ist ein bisschen dunkler. Bisschen dunkler, genau. Das Nougat ist ein bisschen dunkler, das Karamell auch. Aber ansonsten finde ich es. Genau, und vom super. Geschmack her finde ich einfach, da muss man ehrlich sein. Anders. Es ist anders. Ja. Es schmeckt jetzt nicht besser, es schmeckt jetzt auch nicht schlechter. Schmeckt nur anders. Ja, schmeckt nur einfach anders, genau, das ist es. Ja. Und ich denke, man sollte Toffifee nicht selber nachmachen, um es dann billiger zu machen. Ja, um es billiger oder besser zu machen. Ich finde eigentlich nur das Rezept ganz sinnvoll, um mal zu wissen, wie das hergestellt wird. Man weiß einfach, es ist ein ziemlich aufwendiger Prozess. Vor allem die Karamellherstellung ist ziemlich schwierig. Und ich empfehle euch da auf jeden Fall das Arbeiten mit dem Thermometer. Ansonsten kann es einfach sein, dass es noch zu flüssig oder zu fest ist. Und dann schmeckt es einfach nicht so gut. Genau, du hast ja vorher schon gesagt, man kann Karamell auch schon fertig kaufen. Genau. Aber aus dem Fertigprodukt ein Fertigprodukt zu machen, ist eigentlich ist natürlich auch so eine Sache, ja. Ja. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefallen hat und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Gerne dürft ihr mir in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes nachmachen soll. Bei mir auf meiner Liste steht auf jeden Fall Softcake mit drauf. Also diese kleinen, feinen Kuchen. Wieso greifst du jetzt zum Original? Ich kann mir jetzt durchessen. Ich muss ja gucken, wie das andere jetzt original noch schmeckt. Ja, die kleinen, feinen Softcakes, die möchte ich gerne mal machen. Und andere Wünsche nehme ich auch gerne entgegen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dann esse ich auch ein Original. Schmeckt auch gut. Hier bekommt man halt die Karamellschicht ein bisschen dünner hin beim Original, weil es eben industriell hergestellt ist. Hast du, kann es sein, dass du den Nuss vergessen hast? Nein. Ich habe die gar nicht gespürt. Hast du eingeatmet? Ja, wahrscheinlich. Tschüss, mach's gut. War auch nicht schlecht.